In Part 94 von Let's Play Shadow of the Tomb Raider sind wir immer noch unterwegs, um Hakan und Aron zu retten. Und die beiden hier kennen wir auch schon aus dem letzten Part. Tja, Leute. Die Frage ist doch, wie ich die beiden erledigen kann. Ah, ich weiß, wie ich sie erledigen kann. Oh, das ist ein Dritter. Okay. Ich habe ja die Fähigkeit mit drei Pfeilen. Mit drei Pfeilen. Verflixt. Genau, ich wollte das eigentlich mit dreien machen. Hat jetzt nur mit zweien geklappt. Macht aber nichts. Trotzdem eine coole Fähigkeit. Gut, Leute. Ja, Aron und Hakan sind geflüchtet. Die Frage ist nur, wohin? Cersa. Wenn du meinst. Tja. Da war noch mal einer verflixt. Den habe ich nicht gesehen gehabt. Okay. Ja, da. Oh no. Noch mal einer. So viel zum Thema geheim bleiben. Dann kannst du das ja mal machen, wie ein Krieger zu sterben. Wenn du meinst, dass das so ehrenhaft ist, bitte. Ich lasse dich das gerne als Erster versuchen. Ups. So, Hakan, Aron, wo seid ihr denn, ihr beiden? Ich hoffe nicht, dass ihr ehrenhaft wie Krieger gestorben seid, sondern dass es euch gut geht. Bin mal gespannt. Okay, da stirbt gerade einer. Sie kommen. Scheiße! Hakan! Mach dich bereit! Oh, wir müssen jetzt einschlagen auf die Brücke. Es tut mir leid. Warum hast du gelogen? Weil ich mich für die Wahrheit schäme. Welche Wahrheit? Dass es nie ein verstecktes Kultnest gab? Dass du nur den Gottesmörder wolltest, um Amaru zu töten? Ja, weil er mich gezwungen hat, meine eigene Frau zu töten. Er war schuld daran. Sie wollte uns verraten, die Zukunft unserer Tochter riskieren. Ich hab Atzi geliebt. Aber der Kult war stärker. Du hast sie getötet. Ich habe sie befreit. Und bald sind wir wieder vereint. Ohne seinen Einfluss. Und Kayara?
Was wird aus deiner Tochter? Für sie ist gesorgt. Bei Chaska ist sie sicher. Sie wird stark werden. Und gütig und anders als ich. Hast du es gehört? Ich wusste es. Ich habe ihn lang dafür gehasst. Aber meine Schwester war krank. Sie wusste, dass der Kult sie vergiftet hatte und konnte nicht entkommen. Ich... Es tut mir leid, Aaron. Schlaf jetzt, Bruder. Geh einfach zu ihr. Danke, Lara, für alles, was du für meine Familie getan hast. Nimm ihn, falls du je die Chance bekommst. Okay, Leute, Schlangen bis Gottesmörder. Drachtschuppenlegende. Leute, das war das Ende der Mission, so wie es aussieht. Mission abgeschlossen, 2 Gräber, jawohl. Ja, Leute, ich sag jetzt mal, jetzt haben endlich die Leiden des Harkan ein Ende. Denn irgendwie leidet er ja schon das ganze Spiel über unter seinem unbändigen Zorn auf Amaru. Der natürlich aus seiner Sicht ja noch gelebt hatte, aber das ist ja nur, weil er nicht Bescheid wusste. Ja, Leute. Ist natürlich bitter alles in allem für den armen Aaron. Okay. Die Tiere aufgetaucht, da ist noch ein Versteck. Ja, Leute, was haben wir denn hier noch alles? Wir haben noch ein Herausforderungsgrab. Oh. 2 Wandbilder, 8 Reliquien, 9 Dokumente. Ah, nee, 2 Krypten sind das. 4 Wandgemälde. Okay, Leute, da werden wir einiges noch erforschen können hier. Gut, da sehe ich zum Beispiel mein Dokument. Das ist ja auch interessant. Oh, und hier sind ein Haufen Relikte. Schau mal. Okay, Leute. Okay. Da haben wir noch einiges zu tun. Gut, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Wo sind wir nochmal? Wir sind ungefähr... Hier dachte ich, nein, sind wir nicht. Ein bisschen weiter rüber wahrscheinlich. Ich habe den Überblick verloren. Da sind wir, okay. Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal geradeaus durch. Zum nächsten Lager und gucken uns dann mal diesen Schlangenbiss-Gottesmörder an. Die verbotene Stadt, jawohl. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das alles irgendwie zur verbotenen Stadt gehört, aber vielleicht war das hier eine andere Region. So, die Treppen hinauf. Ah, noch was zum Einsammeln. Gut. Nochmal was zum Einsammeln. So. Dann Inventar. Recurve-Bogen. Schlangenbiss. Gottesmörder, der ist aber gar nicht mal so gut. Dann wird ein Upgraden. Und mal gucken, ob wir ihn in eine ähnliche Kategorie bekommen wie den hier. Versuchen wir es einfach mal. Sind wir jetzt mal guter Dinge? Nee. Und der sieht aber gar nicht schlecht aus. Silberner Schlag. Erhalten, aber da gibt es keine Upgrades mehr dafür. Das Mörder, der hier. Also versuchen wir. Ups, Verzeihung. Mit. Nein. Spiel? Jetzt aber. Bin ja gespannt, wie weit wir kommen. Aber wir scheinen genug Materialien zu haben für alle Upgrades.
Gut. Mensch, schick aussehen tut er nämlich. So, jetzt gehe ich mal wieder auf meinen... den hier. Ja, der ist aber schon besser. macht zwar weniger Schaden als der Gottesmörder. Gehen wir mal auf den Gottesmörder. Er ist eigentlich überall schlechter, nur bei Schaden ist er besser. Nee, ich behalte meinen Bogen. Gut, und ansonsten schauen wir uns mal die Schnellreise an. Ach so, halt, ich sollte vielleicht gucken. Sehe ich hier nicht, wo es was zum Einsammeln gibt. Hier sehe ich nur die Lager, oder? Ja, also hauptsächlich die Lager. Hm. Da ist ein Grab, Leute. Und eine Krypta. Ja, dann reisen wir mal dahin. So, und einen langen Ladescreen später sind wir hier wieder aufgetaucht. So, Leute. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier, oh, schaut mal. Dokument. Krypta, Dokument. Wandgemälde. Und hier ist ein Grab. Okay, Leute. Okay, okay. Dann gehe ich jetzt mal nach da. Hier ist irgendwo eine Krypta, meint er. Nein. Hier ist eine Krypta. Okay. Ich bin verwirrt. Ich gehe jetzt mal trotzdem über die... Was machen wir mit? Das kommt mir bekannt vor. Okay, also da ist was. Aber hier komme ich nicht rüber, oder? Eher nicht, oder? Könnte natürlich sein, dass ich mich hier entlanghangeln kann. Doch, das scheint hier irgendwie... Ja. Ach, je. Das so? Wow. Nicht reicht das, Lara. Nein, sie lässt nicht los. Alte Krankheit bei dem Spiel, ich schaff's nicht. Das mit dem Timing so hinzubekommen, dass sie rechtzeitig loslässt. Jetzt aber. Oh. So, hier hat etwas geblinkt. Hier hat etwas geblinkt. Jetzt auch hier. So. So, dann sind wir jetzt mal hier bei der Krypta, höchstwahrscheinlich. Okay, der hat es auch hinter sich. Der auch. Ich visiere mal das Dokument an. Unten. Kann nicht schießen. Verdammt! Okay. War das irgendwas mit den Jaxil? Kann das sein? Hinter uns. Ah, hier. Hallo, Dokument. Und du bist über was? Aufklärung. Kukulkan verlässt Paititi bei Neumond. Kukulkan kehrt mit anderen Fremden bei zunehmendem Mond zurück. Sie streiten sich. Am nächsten Morgen bricht die gesamte Gruppe jetzt besserer Dinge in ihren Obsidianvögeln auf. In ihren Obsidianvögeln? Also das sind wohl die schwarzen Helikopter gemeint gewesen? Ein finsteres Willkommenskomitee. Okay. So. Dann haben wir ja hier nochmal irgendwo ein Dokument. Das visiere ich auch mal an. Ich auch unten, oder? Ja. Mhm. Okay. Und Sprung.
Ich dachte, sie hält sich da automatisch fest. Nein, das war ein Doppelsprung-Ding. Das ist ja mies. Das ist ja mehr als nur viel. Oh, ein Wandgemälde. Die Opfer wurden den Göttern dargebracht. Sie verließen die Städte und wanderten durch die Provinzen, bis sie lebendig begraben wurden. Nicht schön. So, aber jetzt, ha? Neuen Ort entdeckt. Okay, okay. Sarkophag. Und hier ist irgendwie das Dokument. Das, oh, was, wow. Okay, Leute. Eins nach dem anderen. Erstmal der Sarkophag. Überreste, Jawai. Holzbeinschienen, okay. Ist klar. Das sind Pilze wahrscheinlich. Hier sind Fallen wahrscheinlich. Nein, nein. Ich wollte eigentlich auf die Karte. Ich hoffe, dass sie an dem Dokument noch vorbeikommen, Leute. Und da ist nochmal ein Wandgemälde, okay. Schön langsam, Lara. Schön vor. Ah, lalala. Die Fallen von hinten. Diese Fallen sind komplexer, als ich gedacht hatte. Okay. Auch mal spannend, oder? Wo sind wir denn jetzt, Leute? Wieder vor den Fallen. Das ist sehr gut getarnt hier. Da ist ein Wandgemälde. Alle finden, um zu lernen. Und was lernen wir? Kipsi. Der Händler. Möge Kisby Lebensmittel, Vorräte und Annehmlichkeiten in Hülle und Fülle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Kisby. Ja, das möge er bitte. Da ist doch das Dokument, oder? Das ich suche. Jawohl. Aha. Schuld und Sühne. Mord. Tod. Diebstahl fremder Feldfrüchte. Tod. Diebstahl fremder Häute. Tod. Müßiggang. Rasur des Kopfes. Kämpfe, Entschädigungszahlungen, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Steinigung, Ausnahmen, Feierlichkeiten oder Personen über 70, auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Personen über 70 dürfen sich also alles rausnehmen, ich verstehe. Okay, Monolithenfreiheit, die Dialekte verbessert, okay. Ja, spielen. So, hier haben wir also mal alles eingesammelt. Ja, Leute, dann würde ich sagen, dann kümmern wir uns natürlich im nächsten Part auf jeden Fall um das Grab. Aber da gehen wir mal noch ein bisschen durch. Schuld und Sühne. Oh, oh. Jo. Mhm. Okay. So, Leute. Gut, und ich würde sagen, wie wir hier weiterkommen, das sehen wir dann im nächsten Part. Warten. Let's play Shadow of the Tomb Raider. Bis dahin, Leute. Ciao.